Vertrauen, Selbstvertrauen, anderen Leuten vertrauen, der ganzen Welt vertrauen. Wie geht das eigentlich? Gibt es da eine Anleitung? Gibt es da eine Schrittfolge? Im NLP gibt es sowas und wenn es nicht gäbe, würden wir es modellieren, dass es das gibt. Und darum geht es heute in diesem Podcast. Viel Spaß beim Zuhören. Jeden Dienstag gibt es in diesem Podcast etwas über Modeling und NLP beziehungsweise einen Blick auf ein bestimmtes Thema aus der Perspektive von Modeling und NLP. Mein Name ist Ralf Stumpf, ich sende aus Berlin und ich freue mich, dass wir uns hier hören. Dienstag gibt's immer gute Gedanken und nützliche Werkzeuge für ein schönes Leben. Donnerstag gibt's ein Webinar im Studio Jablonski und am Samstag kommt der Newsletter, wo es dann auch noch entsprechende NLP-Texte zu lesen gibt. Den findest du unter www.ralfstumpf.de/newsletter. In den letzten Wochen ging es um Liebe, Passion, Passion und Wut. Heute kommen wir zum Vertrauen. Das ist das, worauf die Liebe gründet. Viel Spaß beim Zuhören. Ich hatte vor einigen Wochen am 15. Oktober einen Podcast über die Liebe. 3x3 Aspekte der Liebe. Und einer dieser drei Aspekte war auch diese Reihenfolge Sicherheit, Vertrauen, Liebe. Da habe ich erzählt, dass Sicherheit rein mathematisch definiert eine Wahrscheinlichkeit von 100% ist. Also was sicher ist, das ist so. Das war so, das wird so sein und da ändert sich nichts dran. Das ist Sicherheit. Und alles ab 99% fallend ist dann nicht mehr sicher, sondern wahrscheinlich. Also wenn es 99% hat, ist es sehr wahrscheinlich. Wenn es 50% Wahrscheinlichkeit hat, ist es so lala. Und wenn es 10% Wahrscheinlichkeit hat, ist es eigentlich unwahrscheinlich. Und in diesem Bereich, wo die Sachen mehr oder weniger wahrscheinlich sind, da brauchst du Vertrauen. Das heißt, Vertrauen ist der Bereich, wo es nicht sicher ist, wo es noch nicht mal sicher ist, dass es nicht eintreten wird, eben wo es mehr oder weniger wahrscheinlich ist. Und wenn du dann immer weiter nach unten zählst, bis du bei 0% ankommst, dann nennt man's Liebe. Wenn dich jetzt wundert, wieso das so ist, dann hör dir einfach diesen Liebespodcast an. Das war die Nummer 130, da erfährst du mehr dazu. Aber dieser große mittlere Teil von 99,9% bis 0,01% Eintrittswahrscheinlichkeit, den nennt man Vertrauen. Und das ist im Gegensatz zur Sicherheit und Liebe der Bereich, wo man was tun muss, dass das stattfindet. Das heißt, Sicherheit ist per Definition einfach da, weil sobald du etwas dafür tun müsstest, wäre es ja, sobald du das nicht mehr dafür tätest, nicht mehr sicher. Also wäre es nicht sicher. Und bei Liebe ist es das Gleiche. Echte Liebe ist so, dass du nichts dafür tun kannst, dass du geliebt wirst, nichts dazu tun musst, dass du geliebt wirst und noch nicht mal etwas dafür tun kannst, dass du nicht mehr geliebt wirst. Echte Liebe ist bedingungslos. Aber dieser mittlere Teil, das Vertrauen, das hängt von Leistung ab. Das heißt, das hängt wirklich von dir ab. Und drum ist die Frage, wie geht das? Wie macht man das? Wie baut man das auf? Und darüber geht's heute. Und wir gucken uns drei verschiedene Arten von Vertrauen an. Ich fange mal von innen nach außen an. Das Innerste wäre dann das Selbstvertrauen. Also wie bekommst du das hin, dass du dir selbst vertraust, dass du in dich selbst vertrauen kannst? Dann die nächste Schicht, das sind andere Menschen. Wie bekommst du es hin, dass du anderen Menschen vertrauen kannst? Und wie bekommst du es hin, dass andere Menschen dir vertrauen können, wenn du das möchtest? Und als dritte Schicht dann das Vertrauen in die Welt, auch gerne mal Urvertrauen genannt. Auch da ist die Frage, wie kommt man da hin? Und dieser Podcast geht ja jeden Dienstag zum Thema NLP und Modeling. Und Modeling ist ja nun die Grundfrage, wie?
Wie geht das? Wie macht man das? Wie stellt man das an? Wie ist die Strategie? Modeling ist das, was mich ursprünglich mal zum NLP gebracht hat. Modeling ist das, aus dem, na, man könnte sagen, aus dem NLP entstanden ist. Man kann aber auch sagen, was mit dem NLP zusammen entstanden ist. Bandler und Grinder, als die damals das NLP begründet haben, hatten sie ja eigentlich erstmal nur die Idee, die besonderen Fähigkeiten von besonderen Therapeuten, Fritz Perls, Virginia Satir waren da so die ersten, dann später kam Milton Erickson dazu als der vermutlich wichtigste. Sie wollten beschreiben, was diese großartigen Therapeuten gemacht haben und sie wollten das so beschreiben, dass man es nachmachen kann. Und im Versuch, das zu beschreiben, im Versuch, das abzubilden, im Versuch, ein Modell zu bauen von dem, was Perls, Satir, Erickson gemacht haben, haben Bandler und Grinder quasi nebenbei versehentlich diese Methode entwickelt, mit der man eben solche Modelle baut. Und diese Methode heißt dann Modeling. Das heißt, Modeling ist die Methode, mit der man Modelle baut und Landkarten macht, um zu verstehen, wie Leute bestimmte Dinge im Leben erreichen, wie Leute es schaffen, auf eine bestimmte Art zu sein. Und wenn diese Landkarten, wenn diese Modelle gut sind, dann kannst du sie einfach verwenden und damit zu vergleichbaren Ergebnissen kommen. Das heißt, wenn du aus der Perspektive dir überlegst, wie könnte ich das anstellen, mehr Vertrauen zu haben zu mir, zu anderen, in das Leben, andere mir, dann wäre der Modeling-Blick ganz einfach. Guck dir Leute an, die Vertrauen haben und finde raus, wie die das machen. Und dann wirst du merken, nehmen wir an, du kennst jemanden in deinem Bekanntenkreis und das ist eine Person, die strahlt unglaublich viel Vertrauen aus. Und du gehst hin und sagst zu diesem Menschen, du strahlst so viel Vertrauen aus. Wie machst du das? Dann ist die häufigste Antwort, die du hörst, dass die Leute sagen, keine Ahnung, ich vertraue einfach. Und das ist unbefriedigend, das ist wirklich sehr unbefriedigend. Und darum bin ich so froh und dankbar über die Arbeit von Bandler und Grinder, weil das NLP oder besser gesagt das Modeling, da lernst du, wie du beobachten musst, um solche Strategien rauszufinden, und zwar vor allem in den gefühlt 95% der Fälle, wo es den Leuten selbst überhaupt nicht bewusst ist, was sie eigentlich machen und wie sie es machen. Also die Welt ist voll von Menschen, die wunderbare Sachen haben, können oder sind und die kaum wissen, wie sie daran gekommen sind, wie sie das gelernt haben und wie sie so geworden sind. Deswegen, auch und darauf bin ich stolz, der einzige Mensch, der jemals abgelehnt hat, von mir modelliert zu werden, ist Marshall Rosenberg. Der hatte seine Gründe, das ist eine extra Geschichte, die kann ich mal in einem anderen Podcast erzählen. Aber abgesehen von Marshall Rosenberg war das so, dass ich nie erlebt habe, dass irgendjemand, wenn ich gekommen bin, habe gesagt, darf ich dich modellieren, darf ich rausfinden, darf ich die Strategie beschreiben, wie du das machst oder wie du so geworden bist, wie du bist, dass da irgendjemand Nein gesagt hat. Im Gegenteil, die Leute waren jeweils froh und dankbar und extrem offen und haben das aufgedeckt, weil sie es selbst so gerne gewusst hätten. Weil ganz viele Menschen, die was Tolles sind oder die was Tolles können, die haben schon versucht, es anderen Leuten beizubringen. Die wollten es schon weitergeben. Und ich habe nie erlebt, dass jemand da wirklich geizig seine Schätze bewacht und sagt, nein, ich lass mich nicht befragen. Nie sollst du mich befragen. Ich will das nicht auspacken. Sondern im Gegenteil. Die Leute wissen, dass sie da etwas reichlich haben, dass sie da Schätze haben. Sie sind gerne bereit, das zu teilen. Und na gut, dann erzähle ich doch kurz, warum Marshall Rosenberg das Ganze abgelehnt hat. Marshall Rosenberg meinte damals zu mir, er wüsse ungefähr, was Modeling ist. Also ich würde ja behaupten, dass er es nicht ganz genau wusste, aber es ist ein anderes Thema. Und dass er auch eine Idee hat, was NLP ist. Ja, auch da hatte er seine Idee. Und dass er aufgrund dessen, was er über Modeling und NLP zu wissen glaubt, Angst hat, dass wenn einer käme und würde in Form einer NLP-Schrittfolge, eines NLP-Formats 1, 2, 3, 4, 5 beschreiben, wie das denn geht, was er, Marshall Rosenberg, macht, dann hätte er Angst, dass da
bloß noch eine Technik übrig bleibt und das Herz draußen ist. Und Marshall Rosenberg meinte damals zu mir, er wäre sich schon darüber im Klaren, dass er nicht exakt das lehrt, was er eigentlich tut. Das fand ich sehr spannend. Das hatte ich auch schon gesehen, dass das, was er selbst macht, ein bisschen anders ist als das, was er lehrt. Aber er hatte eben einfach Angst, dass NLP daraus eine bloße Technik macht. Das finde ich schade. Das finde ich sehr schade, weil natürlich, wenn du ein bisschen mehr Ahnung von NLP hast, weißt du, dass der Beginn des NLP häufig sehr technisch ist. Und das finde ich sogar etwas, was für das NLP spricht, dass wir eben anfangs sehr bewusst und sehr rational rangehen können an die Sachen und auf dieser Grundlage einer guten Technik dann später in die anderen Bereiche gehen, in die emotionalen, in die energetischen, in die feinstofflichen Bereiche. Und mir ist ehrlich gesagt wohler, diese feinstofflich-emotionalen, energetischen Sachen mit einer Person zu machen, wo ich weiß, da ist auch genügend Ratio, da ist auch genügend Struktur und Bewusstsein da. Das ist nicht nur dieses intuitiv Schwurbelige, sondern da gibt es auch einen Bereich, Spiral Dynamics würde sagen, orange, auf dem man aufbauen kann. Jedenfalls, Marshall Rosenberg wollte nicht. Ich habe ihn dann einfach vom Zuschauerplatz aus modelliert und daraus ein Modell entwickelt. Aber abgesehen von ihm sind alle Leute gerne bereit, das zu teilen. Und von daher glaube ich, wenn du einen kennst, der Vertrauen im Übermaß hat, in sich, in andere Menschen und in die Welt. Und du fragst ihn, was machst denn du da? Wie machst denn du das? Ich glaube, die meisten Leute wären gerne bereit, das zu teilen, aber sie wissen nicht, wie es geht. Und drum habe ich da an dieser Stelle ein bisschen vorgearbeitet, sodass wir jetzt gemeinsam in diesem Podcast mal gucken können, wie läuft das denn? Wie machen das Menschen, die vertrauen? Und ich habe zwei Aspekte entdeckt, die dabei vor allem wichtig sind. Das eine ist ein Aspekt, der mit Zeit zu tun hat. Und der zweite ist ein Aspekt, der mit Wahrnehmungsposition oder mit Personalisation zu tun hat, um Vertrauen zu entwickeln. Lass uns erstmal kurz definieren, was Vertrauen eigentlich in diesem Podcast bedeuten soll. Sicherheit, habe ich ja auch schon vor 3 Wochen im Liebespodcast definiert, ist, das war so, das ist so, das wird immer so sein. Das heißt hundertprozentig, unveränderlich, stabil von Anfang bis Ende, bis in alle Ewigkeit. Und ich hatte damals schon gesagt im letzten Podcast, Sicherheit beim Erwachsenen gibt es nur in 2 Bereichen meines Wissens. Vielleicht fällt dir ein dritter ein, dann bitte schreib mir. Die beiden Bereiche, die mir einfallen, sind zum einen, du kannst dich darauf verlassen, solange du lebst, lebst du. Also solange es dich gibt, gibt es dich. Du existierst. Und das könnte die Grundlage sein für die Selbstsicherheit, dass du weißt, du wirst keinen Augenblick deines Lebens erleben ohne dich selbst. Du bist da. Und das ist schon mal ziemlich viel, wenn man sich das Ganze klar macht. Und Punkt 2, es ist auch sicher, dass das nicht ewig so sein wird. Das heißt, irgendwann wirst du sterben, so wie alle Menschen auch gestorben sind und sterben werden. Jetzt ist die Frage, was kommt danach? Und da würde ich dir nur empfehlen, such dir ein spirituelles Modell, wo du davon ausgehst, dass das, was danach kommt, schon angenehm und freundlich ist. Also ein Grund, mit einer gewissen Neugier und einem guten Gefühl in die andere Welt zu wechseln. Und dann kommen wir auf die spirituelle Sicherheit. Das heißt, die beiden Sachen, die im Leben sicher sind, ist Punkt 1, du lebst. Punkt 2, du wirst sterben. Selbstsicherheit, spirituelle Sicherheit. Das ist beim Erwachsenen so. Beim Baby ist es ein bisschen anders. Also ich glaube, dass ein Baby sich dieser beiden Sachen nicht bewusst ist oder ein kleines Kind. Bei dem ist es die Existenz und Anwesenheit der Eltern. Und an dieser Stelle müssen wir sogar, glaube ich, mal eine kleine Klammer aufmachen. Ich hatte ja auch in diesem Liebespodcast gesagt, dass das Problem vieler Menschen ist, weswegen sie dann auch zu mir ins Coaching kommen, dass sie Sicherheit und Vertrauen verwechseln und dass sie Vertrauen und Liebe verwechseln. Also Sicherheit ist, wie gesagt, 100%. Das war so, das ist so, das wird immer so sein. Während Vertrauen eine Wahrscheinlichkeit ist. Jemand, der dann sowas sagt wie zu einem anderen Menschen, ich habe dir vertraut, du hast mich einmal enttäuscht, ich kann dir nicht wieder vertrauen, der hätte offensichtlich Vertrauen mit Sicherheit verwechselt, weil
Im Vertrauen ist die Enttäuschung ein notwendiger Teil, denn wenn es hundertprozentig sicher wäre, dass du nie enttäuscht wirst, wenn du in jemanden oder etwas vertraust, ja, dann wäre es ja Sicherheit, dann wäre es ja kein Vertrauen. Das heißt, Vertrauen ist die Strategie, du vertraust, du wirst mal enttäuscht und du vertraust wieder. Natürlich wäre es dumm, jemanden, der dich ständig enttäuscht, weiterhin zu vertrauen. Deswegen kommen wir ja gleich drauf, dass Vertrauen auf einer gewissen Zeitdauer basiert und auf einer gewissen Wiederholung von bestimmten Leistungen. Da kommen wir gleich dazu. Aber wenn dein Konzept von Vertrauen so ist, dass du noch nicht mal eine einzige Enttäuschung verträgst, dann verwechselst du Vertrauen mit Sicherheit. Und das wäre schade, weil es sind zwei verschiedene Konzepte. Das Gleiche ist mit Liebe und Vertrauen. Ich habe ja gerade gesagt, Vertrauen braucht Wiederholung, Vertrauen braucht Leistung, Vertrauen braucht Beweise. Das heißt, wenn jemand sowas sagt wie, zeige mir, dass du mich liebst, beweise mir, dass du mich liebst, oder wenn du das und das nicht machst, oder wenn du das und das machst, dann kann ich dich nicht mehr lieben, dann würdest du verstehen, diese Person verwechselt gerade Liebe mit Vertrauen, weil sie will Leistung für die Liebe, sie will einen Beweis für die Liebe. Aber das ist keine Liebe, oder es ist bestenfalls bedingte Liebe, wobei die echte Liebe ist die unbedingte oder bedingungslose Liebe. So kommt es zu diesen beiden Verwechslungen zwischen Sicherheit und Vertrauen und zwischen Vertrauen und Liebe beim Erwachsenen, beim Kind, beim Baby, beim Kleinkind ist das ein bisschen anders. Denn aus der Perspektive des kleinen Kindes sind ja die Eltern, vor allem die Mutter, etwas, was eigentlich von der Natur gedacht immer da ist. Also wenn deine Timeline kurz ist, wenn deine Timeline nur ein paar Wochen bis Monate umfasst als Baby, dann würde ich dir wünschen, dass in dieser mehrere Monate umfassenden Timeline es keine einzige Sekunde gibt ohne deine Mama oder zumindest eine andere Person, die mit dir Körperkontakt hat. Das heißt, aus dieser Perspektive ist die spürbare Gegenwart der Eltern, vor allem der Mutter und von irgendwelchen Erwachsenen, die für dich da sind, die auf dich aufpassen, das ist aus der Babyperspektive sicher. Und wenn wir gleich uns ein bisschen beschäftigen mit solchen Sachen, wie eben damals Jean Dietloff herausgefunden hat in diesem wunderbaren Buch Auf der Suche nach dem verlorenen Glück, wo sie die Jaguana-Indianer beobachtet hat und sich gefragt hat, warum sind die eigentlich so glücklich und vertrauensvoll? Das ist so andere Persönlichkeiten als bei den Westlern, die sie halt vorher kannte. Ja, hat Jean Dietloff damals entdeckt, dass das Besondere bei denen ist, dass sie andauernden Körperkontakt haben als Babys. Und Jean Dietloff hat mit diesem Buch Auf der Suche nach dem verlorenen Glück im Westen diese Bewegung initiiert, wo uns bewusst geworden ist, dass Babys anfangs andauernden Körperkontakt brauchen. Später kam Ashley Montagu mit der Bonding-Theorie und so weiter und so fort. Und irgendwann haben wir verstanden, dass es in allen menschlichen Kulturen immer so war, dass es selbstverständlich war, dass Mutter und Kind oder Kind und irgendein Erwachsener andauernden Körperkontakt haben und dass das nur wirklich ein ganz kurzer Irrweg des Westens war, ganz stark ausgehend von Königin Victoria von England, die zwar viele Kinder hatte, aber eigentlich keine Kinder mochte und die deswegen da auch nicht so touchy war, also die wollte die nicht so an sich dran haben. Und die hat auch den Kinderwagen irgendwann zur Mode gemacht. Und dann, das waren gerade mal 100 Jahre, wo der Westen diesem Irrsinn frönte, bis man dann verstanden hat, das ist keine gute Idee, wir brauchen die Bindung zwischen Mutter und Kind. Dummerweise hat Deutschland nochmal 50 Jahre hinten drauf gebaut, weil es da in diesen Jahren eine, in Anführungszeichen, tausendjährige Zeitspanne gab, wo es staatliche Stellen eigentlich ganz gut fanden, wenn Mutter und Kind nicht zueinander gebunden sind, weil man dann eben die Kinder mehr an den Staat binden kann. Deswegen wurde dann in deutschen Kliniken in den 30er Jahren eingeführt, dass Mutter und Kind schnell voneinander getrennt worden sind, sodass dieses Bonding überhaupt nicht entsteht. Darüber kannst du im Internet und in entsprechenden Büchern genügend lernen und lesen, wenn du das möchtest. Wahrscheinlich ist es bei dir auch so, wie es bei den meisten Leuten unserer Generation oder der Nachkriegshundert Jahre ist, dass du tendenziell zu wenig Körperkontakt hattest
Und daraus wahrscheinlich resultiert so eine ganz diffuse Grundunsicherheit, fehlendes Grundvertrauen in die Welt. Die gute Nachricht ist, dass man das im Coaching und mit NLP-Methoden und im Seminar vor allem mit dem NLP-Format Self-Nurturing, also sich selbst umsorgen, kann man das sehr gut nachholen. Also man kann diese Stelle im Nachhinein reparieren. Das ist kein Problem, wenn dir das geschehen ist. Toll wäre das, wenn du mal irgendwann Kinder haben solltest, dass du dafür sorgst, dass die von Anfang an Körperkontakt die ganze Zeit andauernd haben. Denn dann werden später Coaches arbeitslos werden und an dieser Stelle halt nicht rumschrauben müssen. Also beim Kind würde aus dieser Grundsicherheit dann irgendwann das Vertrauen entstehen. Und das ist sehr spannend, das zu beobachten, wenn du die Gelegenheit hast, ein Kind zu beobachten, was so aufwächst, also was mit anderen Körperkontakt aufwächst. Ich hatte ja nur das Vergnügen, das aus der Perspektive des Vaters zu beobachten, weil dann passiert wirklich genau das, was Jean Dietloff auch in diesem Buch schreibt, auf der Suche nach dem verlorenen Glück, nämlich, dass die Kinder irgendwann auf dieser Grundlage von Sicherheit von selbst ins Vertrauen gehen, von selbst manchmal dann den Kontakt lösen, von selbst sich ein bisschen entfernen und wieder zurückkommen und wieder entfernen und wieder zurückkommen und sich weiter entfernen und wieder zurückkommen, weil sie wissen, da gibt es eine aus ihrer Perspektive sichere Stelle, die stabil ist, zu der sie zurückkommen können. Und von dort holen sich die Kraft, dass sie ins Unbekannte gehen und dort auf Dyad Vertrauen entwickeln. Und das ist ein sehr schöner Weg, der auf Dyad entsteht, wie aus dem Sicherheit Vertrauen wird. Irgendwann kommt dann der Moment, und das ist ein schmerzhafter bei den meisten Leuten, wo das ungeplant passiert. Also wo irgendwann die Eltern, die Erwachsenen, der Stamm, die Gemeinschaft, das, worauf du dich bisher verlassen hast, ungeplant dich enttäuscht, nicht da ist, nicht verfügbar ist, keine Sicherheit gibt. Es wird irgendwann der Punkt kommen, wo du merkst, dass du irgendwas besser kannst, besser weißt, dass du stärker bist als deine Eltern, irgendwas in die Richtung. Und ich erinnere mich noch gut, wo in meinem Leben solche Augenblicke passiert sind. Das war sehr ambivalent, weil eine Seite in mir meinte, ja, jetzt bin ich erwachsen oder ich bin ein Stück weit erwachsener, das ist toll. Und die andere Seite war traurig, weil halt ein Stück von dieser Sicherheit, von diesem Vertrauen, von dieser Geborgenheit nicht mehr sich aus dieser Quelle speisen konnte. Also das ist dieses, es gibt in Psychologiebüchern steht drin, dass kleine Kinder ihre Eltern ansehen wie Götter. Und irgendwann stürzen halt die Götter vom Himmel und du stellst fest, es sind Menschen. Und Menschen haben Fehler und Menschen können dir keine Sicherheit bieten. Aber du kannst lernen, ihnen zu vertrauen. Und jetzt geht es um die Frage, warum? Wie macht man das? Übrigens, das nur als Fußnote. Selbstverständlich ist das so, so wie sich beim Kind aus der Sicherheit das Vertrauen ergibt. Es ist dann später so, dass nur aus dem Vertrauen kann die Liebe entstehen. Weswegen ich auch der Meinung bin, dass das, was ein Baby seinen Eltern entgegenbringt, ich tue mir schwer, das Liebe zu nennen, weil die Liebe ist in meiner Welt so verbunden mit der Idee der Freiheit, der Freiwilligkeit, der Bedingungslosigkeit. Da hat doch ein Baby keine Wahl. Also ich meine, ein Baby ist einfach tot ohne Eltern. Was soll sich das da entscheiden, ob es freiwillig aus freien Stücken in die Liebe geht? Nein, also das ist einfach diese grundsätzliche, vertrauensvolle, auf Sicherheit basierende Bindung eines Babys zu seinen Eltern, die natürlich aus Elternsicht sich wie Liebe anfühlt, weil du als Eltern natürlich weißt, dass du theoretisch imstande wärst, die Bindung zu lösen, was du praktisch aber nicht tun wirst. Während bei zwei Erwachsenen, da ist es wirklich Liebe, weil da ist es klar, diese Bindung beruht auf Freiwilligkeit. Und darum ist es auch eine gute Idee, das Ganze nochmal dann später auf die spirituelle Ebene zu heben, gegenüber einer Gottesvorstellung oder ein höheres Wesen. Und darum ist es vermutlich auch so im Christentum ganz geschickt eingerichtet, dass das Konzept der Sünde doch wichtig ist. Denn wenn wir nicht
die Wahl hätten, uns von Gott abzuwenden, wenn wir nicht die Wahl hätten zu sündigen, also wenn das quasi einfach zwangsweise wäre, du musst Gott lieben und du hast keine Möglichkeit, etwas Böses zu tun, ja, dann würde die Liebe, da würde die Freiheit wieder fehlen, dann wäre es ja noch keine Liebe, dann wäre es wieder diese Sicherheit, Gebundenheitsgeschichte. Aber das Christentum legt an dieser Stelle halt doch sehr viel Wert auf die Idee der Freiheit. Und sobald du frei bist, kannst du dich eben auch abwenden. Und von daher ist dann das Konzept der Sünde möglich. Und die eigentliche Botschaft des Christentums, ob du es jetzt glauben magst oder nicht, das ist auch unabhängig davon, dass es eine Religion ist. Es ist einfach eine sehr interessante Philosophie, auf der halt unsere westliche Kultur basiert, ist diese Grundidee, dass Gott dich liebt. Punkt. Und du kannst nichts dagegen machen. Du kannst nichts dafür machen und du kannst nichts dagegen machen. Und das ist eigentlich schon ein sehr schöner Gedanke, sich das vorzustellen, dass er aus freien Stücken freiwillig dir dieses Gefühl entgegenbringt. Lass uns jetzt zum Thema Vertrauen kommen und wie man das Ganze baut. Also, ich habe ja schon gesagt, Vertrauen kommt aus einer Idee von Leistung und von Wiederholung. Das heißt, von einem zum anderen. Vertrauen heißt, dass du sagst, ich habe das schon so oft gemacht. Es ging meistens gut, dann gehe ich mal davon aus, dass es künftig auch gut gehen wird. Und stell dir mal vor, da wäre irgendeine Art von Schlucht, irgendeine Art von Abgrund und du musst da drüber und da gibt es eine Brücke und die Brücke ist vielleicht einfach nur so ein Brett, so ein Balken, wo du drüber gehen kannst. Und jetzt hängt es davon ab, wenn der Balken mehrere Meter breit ist und entsprechend dick und vielleicht gar kein Balken, sondern Stahl oder sowas in der Art, dann wirst du da wahrscheinlich mit deutlich mehr Vertrauen rübergehen, als wenn das irgend so eine murkelige Konstruktion aus morschen Balken und aufgeschupperten Lianen ist, wie man es in irgendwelchen Indiana Jones Filmen kennt, da brauchst du dann vermutlich schon mehr Vertrauen, um darüber zu gehen. Und vielleicht sagst du dann auch irgendeinem anderen, der mit dir auf dieser Wanderung ist, geh doch du mal zuerst hinüber, dass ich gucke, wie das Ganze abläuft. Denn je öfter es schon geklappt hat, je mehr Menschen über diese Brücke gut drüber gegangen sind, desto mehr wirst du dem Ganzen vertrauen. Nur ist aber so, dass wenn da diese Brücke, dieser Balken über den Abgrund geht, spielt es auch eine Rolle, wie die beiden Stützen sind, die beiden Pfeiler auf den beiden Seiten des Abgrunds, auf denen der Balken ruht. Also wenn die schon wackeln, dann würde ich da ehrlich gesagt nicht rübergehen, weil was bringt denn dir das stabilste Brett über den Abgrund, wenn die beiden Auflageflächen nicht vernünftig sind? Und wenn du sagst, Vertrauen brauchst du logischerweise bezogen auf die Zukunft. Ich meine, du brauchst kein Vertrauen auf deine Vergangenheit, weil die war so, wie sie war. Das heißt, Vertrauen ist das Gefühl, mit dem man in die Zukunft geht und davon ausgeht, es ist schon fünfmal gut gegangen. Das ist der Blick in die Vergangenheit. Also wird es auch das sechste Mal gut gehen? Dann ist die Frage, auf welche beiden Pfeiler stützt du deine Brücke? Und wenn wir uns jetzt das Vertrauen erstmal insgesamt im Leben angucken, dann könnten halt die beiden Pfeiler sein, Geburt und Tod und vor allem das, was davor war und danach ist. Das heißt, wenn du so eine Idee hast, dass du irgendwo herkommst, wo es gut war und irgendwo hingehst, wo es gut ist, dann ist das mit dem Urvertrauen im Leben schon mal sehr viel einfacher. Das heißt, wenn du dich umguckst, oder als ich mich umgeguckt habe, wer sind denn Menschen, die Vertrauen auf eine Art leben oder Vertrauen ausstrahlen auf eine Art, wo ich das Gefühl habe, da kannst du was lernen, fällt mir schon auf, dass das meistens Menschen sind, die in irgendeiner Art von spiritueller Geschichte zu Hause sind. Also irgendeine große Geschichte, in der die Botschaft auch drin ist, es geht gut aus. Weil das ist die Grundidee von Vertrauen, dass du sagst, also du kennst diesen schönen Spruch, am Ende wird alles gut und wenn es noch nicht gut ist, dann ist es noch nicht das Ende. Und an dem Satz ist wirklich was dran, vor allem wenn du ihn auf die spirituelle Ebene hebst, also diese religiös-spirituelle Ebene. Wenn du davon ausgehst, du kommst irgendwo her, wo es gut war und du gehst irgendwo hin, wo es gut ist, das heißt, es fängt gut an und es hört gut auf, dann ist alles, was dazwischen ist, ein Übergang. Und das ist ein wichtiges Wort, ein Übergang, ein Gang, ein Schritt oder mehrere Schritte von einem sicheren Ort zu einem anderen sicheren
Ort. Und wenn aber dieser Anfangs- und Endpunkt nicht sicher sind, dann wird's schwierig. Und die Menschen haben vor Tausenden von Jahren schon entdeckt, dass Menschsein bedeutet, mit irgendwelchen Unbillen und Leiden des Lebens umgehen zu müssen. Und das ist doof, das macht keinen Spaß, das ist schrecklich. Also haben die Menschen überlegt, wie kann man denn damit umgehen? Und sie haben Spiritualität entwickelt, verschiedenste Arten von Spiritualität. Manche haben sich mehr durchgesetzt, manche haben sich weniger durchgesetzt. Aber wenn du sie vergleichst, diese spirituellen Ideen, dann wirst du merken, dass sie meistens auf zwei Fragen eine Antwort geben. Die eine Frage ist, warum gibt es Leid in der Welt? Da werden zum Beispiel in der christlichen Geschichte, ja, es gab dieses Paradies und die Menschen haben dann gesündigt und wurden sie aus dem Paradies vertrieben und zur Strafe für die Sünde müssen sie jetzt ein Leben leben, in dem auch Leid eine Rolle spielt, weil sie haben eben da am Anfang gesündigt. Diese Geschichte, dass am Anfang alles gut war und dann durch irgendeine dumme Aktion, durch einen dummen Zufall, durch ein was auch immer das Leid in die Welt kam, aber am Anfang war alles gut. Das wirst du in sehr vielen spirituellen Konzepten finden. Und genauso auch am Ende, wo dann im Christentum und im Islam und in anderen Lehren die Idee vom Paradies ist. Das heißt, am Ende gibt es dann einen großen Abschluss und da ist dann auch wieder alles gut. Und dazwischen ist halt das Dazwischen. Das heißt, du weißt, wie es ausgeht, wenn du in irgendeiner von diesen Geschichten in irgendeinem von diesen Konzepten dich wohlfühlst und das wirklich auch glaubst, also wenn du schaffst, das zu glauben, hast du eben zwei sehr, sehr große Vorteile. Du hast eine Idee, wie es angefangen hat, nämlich gut. Du hast eine Idee, wie es aufhört, nämlich gut. Und das gibt ein völlig anderes Lebensgefühl zu wissen, egal durch welche Täler ich laufe, egal was mir zwischendurch an Unbill passiert, am Ende geht die Geschichte gut aus. Ich glaube, wenn es dir um sowas geht wie Urvertrauen, Vertrauen ins Leben, kommst du da nicht drum rum, dass du dir irgendeine Geschichte suchst. Und das muss, wie gesagt, keine Religion sein, es muss auch nicht die christliche Religion sein, aber es braucht irgendeine Geschichte, in der diese Fragen beantwortet werden, in der für dich die Fragen beantworten werden, warum gibt es Leid und wie fängt's an und wie hört's auf? Ich bin ja bei diesem Thema auf Seite von Paul Watzlawick, der in einem seiner Bücher bereits in den 60er Jahren geschrieben hat, dass man aus psychologischer Sicht nur sagen kann, wenn du ein glückliches Leben leben willst, brauchst du eine Spiritualität und es ist ziemlich egal, welche Spiritualität du dir wählst, weil eigentlich alle spirituellen Schulen, die eine gewisse Verbreitung haben, darauf eine Antwort geben, auf diese Fragen, wieso gibt es Leid in der Welt und wie fängt es an und wie hört es auf? Diese beiden Punkte werden da normalerweise geklärt. Jetzt könnte ich eine Klammer aufmachen, die ich mir aber erspare, und wir könnten über den Sozialismus reden, der ja vermutlich auch in der Form, wie wir ihn heute im Westen kennen, Abkömmling des Christentums ist und wo da ein paar Sachen anders sind, aber mit Blick auf die Uhr würde ich mal sagen, dass wir das lassen. Ich mache vielleicht mal einen extra Podcast darüber. Schreib mir bitte einfach per E-Mail oder in irgendwelche Kommentare, auch welche Themen dich weiterhin interessieren, wo du dir wünschst, dass ich mal vielleicht eine halbe Stunde oder dreiviertel Stunde darüber mache. Also, ich habe ja schon gesagt, der eine Punkt ist die Zeitorientierung und wenn du dir jetzt diesen Abgrund nochmal vorstellst, diesen Zeitabgrund, wo es gilt, drüber zu kommen, und nehmen wir an, da gibt es 5 oder 6 Brücken, und von diesen, sagen wir mal, von diesen 5 Brücken sind 4 stabil und breit und sehen ganz vertrauenswürdig aus, und da gehen auch andere drüber, und eine sieht sehr wackelig und morsch aus. Dann spricht eigentlich nicht viel dafür, dass du genau die eine nimmst, oder? Also, dass du dir bewusst die Brücke über den Abgrund wählst, die am vertrauensunwürdigsten aussieht. Und diese Brücken über den Zeitfluss sind eben die Zeiteinheiten. Das heißt, wenn du Vertrauen entwickeln möchtest, dann ist die große Frage, ja, geht es dir jetzt um Sekunden, um Minuten, Stunden, Tage, Wochen, Monate, Jahre, Jahrzehnte, Jahrhunderte, Jahrtausende oder Jahrmillionen? Also, Vertrauen ist ja die Idee, es geht gut aus, und Vertrauen ist die Idee, ich habe das schon mal gemacht. Und ich weiß noch, in meiner eigenen NLP-Ausbildung hat mein Trainer mal irgendwann einen Satz gesagt, da fragte er irgendjemand in der Demo so nach dem Motto, wie alt bist du?
Und die Person meinte, ich bin 35. Und dann meinte der Trainer, na guck mal, dann musst du einfach nur noch mal das machen, was du schon gemacht hast, und dann bist du schon 70. Und der Blick von dem vor der Gruppe, der war irgendwie cool, weil es klingt total logisch. Man hat das Gefühl, ne, irgendwas stimmt da nicht, weil, ja, wieso, wenn ich dann 70 bin und ich mache das Gleiche nochmal, bin ich 140 und dann nochmal bin ich 280, irgendwo geht das nicht auf. Aber die Grundidee stimmt natürlich. Das heißt, wenn du 35 Jahre alt bist und das Gleiche einfach nochmal machst, dann bist du 70. Und ab einem gewissen Lebensalter hast du halt genügend Leben, immer mehr Leben, auf das du zurückgucken kannst und aus dem du Erfahrung gewinnen kannst und Vertrauen gewinnen kannst. Das heißt, Vertrauen. Selbstvertrauen ist etwas, das wächst mit der Vergangenheit, die du zur Verfügung hast. Je öfter du Dinge schon gemacht hast, je öfter du bestimmte Sachen erlebt und überlebt hast, das ist logisch, weil wenn du es nicht überlebt hättest, könntest du jetzt nicht drüber nachdenken, umso eine breitere Basis, um einen so besseren Grund für Vertrauen hast du. Natürlich musst du es auswerten. Das heißt, wenn deine ganzen angefangenen Geschichten in der Vergangenheit für dich alle noch nicht beendet sind, wenn du sagst, ja, das war gut, aber ich weiß ja nicht, wie sich das weiterentwickelt in der Zukunft. Das heißt, wenn sämtliche Sachen, auf denen du eigentlich dein Vertrauen stützen könntest, für dich unabgeschlossene Geschichten sind, die irgendwo in den nächsten 5 bis 10 Jahren enden, dann würde ich sagen, dass du diese Brücken über den Zeitfluss extrem dämlich legst, sorry, wenn ich das so offen sage, weil wenn du die Zeiteinheiten nehmen würdest aus der Vergangenheit, dann wüsstest du, ja, es ist gut geendet. Wenn du die Brücke so weit schlägst, dass du rauskommst hinter deinem Tod, wo du weißt, es endet auch alles gut, da weißt du auch, dass alles gut endet. Aber nein, du nimmst genau ein Stück in eine unsichere Zukunft, um zu sagen, ja, aber wie es da jetzt genau endet, das weiß ich nicht. Und deswegen so als kleine Idee, wenn du feststellst, dir fehlt Vertrauen in irgendetwas, dann geh mal bestimmte Zeiträume durch. Also nehmen wir an, du hast ein schwieriges Gespräch vor dir. Soziale Bedenken, Sorgen, Ängste sind ja sehr weit verbreitet. Also nehmen wir an, du hast ein schwieriges Gespräch vor dir. Und das Gespräch, nehmen wir mal an, wäre morgen. Morgen hast du ein schwieriges Gespräch. Dann könntest du jetzt gucken, wie viel Sorge hast du vor der nächsten Minute? Da wirst du merken, ja, gar nicht, weil die nächste Minute bist du jetzt hier und alles gut. Und nächste Stunde, ja, auch völlig in Ordnung. Das Gespräch ist ja morgen. Ah, okay. Und den heutigen Tag auch in Ordnung. Und die nächsten 2 Tage, da merkst du, das ist ein bisschen schwierig, weil morgen ist das Gespräch. Du weißt nicht, wie es läuft. Das heißt, ein Zeitraum von 2 Tagen ist schwierig. Nächste Woche. Jetzt kommt es drauf an. Vielleicht gibt es eine Seite, in der dir sagt, ja, wenn dieses Gespräch morgen so schrecklich ist, dann bricht hinterher mein Leben zusammen und ich werde die nächsten Jahrzehnte in der lebendigen Hölle sowas in der Richtung verbringen. Aber jetzt mal ganz, ganz ehrlich. Wenn du ein bisschen auf dein Leben zurückguckst, dann wirst du wahrscheinlich auch festgestellt haben, dass auch wenn doofe Sachen passieren, auch wenn schlimme Sachen passieren, normalerweise hat man es ein paar Stunden bis Tage im Bewusstsein. Und dann geht's wieder weg. Also ich führe ja seit vielen, vielen Jahren Tagebuch und habe deswegen eine große Datengrundlage, sage ich mal ganz freundlich, wo ich mich drauf beziehen kann. Und ich stelle fest, dass wenn es mir mal nicht gut geht, also wenn ich eine Art von Stuck State habe, in den allermeisten Fällen geht's in ein paar Stunden wieder weg. Wenn nicht, dann ich schlafe eine Nacht drüber, am nächsten Tag ist es in Ordnung. Und in den ganz, ganz, ganz wenigen Fällen, wo es am nächsten Tag nicht weg ist, dauert es 3 Tage. Und auf diese 3 Tage kann ich mich im Grunde verlassen, dass ich weiß, auch wenn ich den Kopf wirklich hängen lasse und es ganz, ganz, ganz fürchterlich schlimm ist, 3 Tage später hat sich's irgendwie zurecht geruckelt, auch wenn es noch so schlimm aussah. Und diese Erfahrung gemacht zu haben im Rückblick auf sein Leben, dass Zeit Wunden heilt, und sobald man ein bisschen drüber hinweggeht, ich habe ja wie gesagt gerade gesagt eine Woche, dann wirst du dich schon wieder daran gewöhnt haben. Und dann, wenn du an das Gespräch denkst, was da morgen ist, und du gehst einen Monat in die Zukunft, oder du gehst ein Vierteljahr in die Zukunft, oder du gehst ein Jahr in die Zukunft, oder du gehst 10 Jahre in die Zukunft, und du fragst dich vielleicht, wie deine Kinder und Enkel irgendwann von diesem Gespräch, von welchem Gespräch, werden die sagen, ach, der hatte ein Gespräch oder die hatte ein Gespräch.
Und künftige Generationen in ein, zwei, 300 Jahren oder die Wesen, die in 5000 Jahren auf der Erde leben. Also du merkst, wenn du das durchgehst, dass wenn du an das Gespräch morgen denkst, du in den ganzen Zeitrahmen davor, Sekunden, Minuten, Stunde und einen Tag, überhaupt keine Sorge hast, weil das fühlt sich vertrauensvoll an. Und wenn du dahinter gehst, Wochen, Monate, Quartale, Jahre, Jahrzehnte, Jahrhunderte, Jahrtausende, Jahrmillionen, ist das Problem auch weg. Du hast dieses Problem, wo du dir Sorgen machst, wo dir das Vertrauen fehlt, nur in einem bestimmten kleinen Zeitrahmen. Und da wäre es doch eine super Idee, genau auf den Zeitrahmen zu gehen. Jetzt kommt aber, das war sarkastisch, hast du hoffentlich gemerkt, jetzt kommen aber manchmal Leute, die sagen, ja, aber es ist doch, wenn dieses Gespräch schwierig ist, gerade gut, richtig und wichtig, dass ich mich halt auf den schwierigen Zeitrahmen konzentriere, weil da passiert's doch. Weiß nicht. Weil wenn du diese Brücke über den Zeitfluss machst und diese Brücke aus Bausteinen baust, also wenn du einen Tag lebst und noch einen Tag lebst und noch einen Tag lebst und noch einen, noch einen, noch einen, noch einen Tag lebst, dann hast du schon eine Woche gelebt. Und wenn du dann weitere Tage lebst, kommt irgendwann ein Monat raus. Und das heißt, eine Woche besteht aus Tagen, ein Monat besteht aus Wochen und auch ein Jahr kannst du runterrechnen auf Minuten. Also wenn du es einfach schaffst, eine Minute nach der anderen Minute zu leben, dann ist das Jahr irgendwann auch gelebt. Und so kannst du dein gesamtes Leben, angefangen von der Zeiteinheit einleben, runterrechnen bis auf, wahrscheinlich kommen dann irgendwie so gut 300.000 Tage, 30.000 Tage raus, wenn du die Tage anguckst, bei knapp 100 Jahren Leben, bis hin zu Sekunden. Das sind dann, glaube ich, ungefähr 40 Millionen Sekunden, die rauskommen, die du einfach hinter dich bringen musst. Ich will damit sagen, dass die Wahl des Zeitabschnitts ist im Grunde absolut willkürlich. Es ist absolut willkürlich, wie du dich zeitlich orientierst. Und ich wundere mich immer wieder, wie viele Menschen, wenn sie ihr eigenes Leben betrachten, wenn sie schwierige Momente im Leben betrachten, sich genau den Zeitabschnitt rauswählen, wo es ihnen am schlechtesten geht. Und jeder andere Zeitabschnitt, kürzer oder länger, würde plötzlich zu einem guten, vertrauensvollen, angenehmen Gefühl führen. Lass uns da mal kurz einen Blick werfen auf vergangenheitsorientierte Arbeit. Da gibt es von Klaus Krokowiak, einem wundervollen NLP-Trainer, inzwischen auch leider gestorben, die Idee bei biografischer Arbeit, dass es da häufig um ein jüngeres Selbst geht, was in einer Zeitkapsel gefangen ist. Das heißt, irgendjemand ist irgendwas passiert, irgendwas Doofes, sagen wir mal mit 10 Jahren. Also im Alter von 10 Jahren hattest du ein doofes Ereignis. Dieses doofe Ereignis dauerte vielleicht 5 Minuten. Und viele doofe Ereignisse sind erstaunlich kurz. Du kannst aber, wenn du möchtest, mit einer ordentlichen Selbsthypnose und entsprechenden mentalen Aufwand, kannst du es schaffen, dass diese 5 Minuten, die du vor Jahrzehnten erlebt hast, nie zu Ende gehen. Dass du weiterhin in diesen 5 Minuten lebst, in Dauerschleife, in Dauerschleife, in Dauerschleife, in Dauerschleife. Immer wieder, immer wieder, immer wieder diese 5 Minuten. Den ganzen Rest deines Lebens. Das wäre eigentlich dumm, wenn man sowas macht, ne? Aber es machen manchmal Leute. Das heißt, viele schlechte Zustände sind nur deswegen schlechte Zustände, weil man sie sich immer wieder reinzieht und sie einfach nicht vorbeigehen lässt. Das heißt, sobald du deinem jüngeren Selbst an dieser Stelle mitteilst, dass es vorbei ist, vielleicht sogar mit der Botschaft, du hast es überlebt, dann ist es vorbei. Und das Gleiche geht auch in die Zukunft. Also nehmen wir an, du hättest da morgen ein schwieriges Gespräch. Und gehen wir mal davon aus, dieses schwierige Gespräch dauert eine Stunde. Dann kannst du sicher sein, dass es nach 1,5 Stunden vorbei ist. Also wie auch immer. Und du wirst mit ganz, ganz, ganz großer Wahrscheinlichkeit leben. Du wirst in dem Gespräch nicht sterben. Das heißt, wenn du dir klar machst vor dem Gespräch, ist dein Leben in Ordnung und nach dem Gespräch ist dein Leben auch wieder irgendwie in Ordnung und dazwischen ist diese eine Stunde, dann kannst du das machen, was NLP schnelle Phobietechnik nennt, dass du quasi ständig von davor gut zu danach gut springst und von danach gut zu davor gut springst und immer zwischen diesen beiden guten Augenblicken hin und her springst, bis dir irgendwann klar ist und dazwischen, da liegt eine Stunde. Und du weißt nicht, ob die wirklich schlimm wird. Wahrscheinlich wird sie einfach nur normal. Das ist alles. Wenn du aber
Wochen der Vorbereitung damit verbringst, dass du diese eine Stunde, dieses Gespräch immer wieder nur diese Stunde erlebst und am besten nur den eingebildeten schrecklichen Augenblick. Ja, mein Gott, da hätte ich auch Sorge, da hätte ich auch Schiss, da hätte ich auch Angst vor dem, was kommt. Das heißt, die Zeitorientierung ist also wichtig. Und wenn du jetzt den zweiten Punkt mit dazu nimmst, nämlich noch die Wahrnehmungsposition, die Personalisation, dann ist das so, dass man ja meistens die Perspektive wählt ich, also die individuelle Perspektive. Du könntest aber genauso gut die Perspektive wählen deiner Familie, also sehen, dass du in einer Generationenfolge stehst aus Großeltern, Eltern, Kinder, Enkel, sowas in dieser Art. Du kannst dich sehen als Teil einer Gemeinschaft. Wenn du Spiral Dynamics nach oben gehst, ist es bei Purpur die Blutsgemeinschaft, also Leute, mit denen du verwandt bist, der Genpool, dem du angehörst, und auf Spiral Dynamic Blau wäre es dann die Kultur- und Wertegemeinschaft. Das wäre in unserem Fall dann vermutlich der Westen, der christlich geprägte Westen. Und wenn du auf Grün gehst, Spiral Dynamic, dann wäre die Einheit die Menschheit. Und wahrscheinlich wäre die Einheit auf Türkis dann alles Lebendige bis hin zu Gaia, die Mutter Erde, als ein großes Lebewesen. Und auch da kannst du üben, dass du deine Wahrnehmungsposition veränderst. Ich hatte darüber mal einen Newsletter geschrieben. Wenn ich den auf die Schnelle finde, werde ich das unten unter diesem Podcast verlinken, wo ich dazu angeleitet habe. Und zwei Übungen aus diesem Newsletter will ich dir mal ganz kurz in Erinnerung rufen oder zum ersten Mal sagen. Ich habe mal irgendwann im Internet geforscht, hier wo ich wohne, in Berlin, Prenzlauer Berg, welches ist hier eigentlich in der Nähe der älteste Baum? Es gibt nämlich eine Website, da kann man alle Berliner Stadtbäume gucken und auch von wann die sind. Und ich habe also entdeckt, hier ein Stückchen weiter weg, das sind 200, 300 Meter, steht eine Stieleiche. Und die wurde gepflanzt 1870. Und da bin ich hin und habe mit dem Baum mal ein bisschen geplaudert, weil ich mir überlegt habe, 1870. Also da war Preußen noch Königreich. Da war dann dieser Krieg mit Frankreich und 1871 wurde dann der preußische König in Versailles zum Kaiser von Deutschland gekrönt. Da war der Baum ein Jahr alt. Dann war das Deutsche Kaiserreich, dann kam der Erste Weltkrieg, dann kam die Weimarer Republik, das meint der Baum steht in Berlin, der hat das alles mitbekommen. Dann kam das Dritte Reich, dann kam die Nachkriegszeit und dann hat der Baum irgendwann gemerkt, er steht in der DDR und hat dann da eben seine Jahre weiter vor sich hingelebt und irgendwann kam dann Mauerfall, Wiedervereinigung. Und sich zu überlegen, was so ein Baum erlebt seit 1870, so aus der Baumperspektive und da zieht das alles an ihm so vorbei. Und ich habe dann auch gegoogelt, so eine Stieleiche, wie alt kann die denn werden? Und dann habe ich gelesen, na, die kann so werden, 800, 900 Jahre ist da schon drin. Und sich das zu überlegen, der Baum ist also jetzt ungefähr 150 Jahre alt und kann 800, 900 Jahre alt werden. Ich meine, der ist gerade in seinen Pflegejahren, der ist gerade in seiner Jugend. Und überleg mal, was dieser Baum in den nächsten Jahrhunderten noch erleben wird. Und dann geh mal dahin und erzähl dem Baum deine Probleme. Du Baum, ich habe morgen ein Gespräch, ich weiß nicht, wie das auch ausgeht. Kannst du dir vorstellen, wie der Baum darauf reagiert, wenn du ihm das erzählst? Also ist es vielleicht nicht standardmäßig, dass du deine Probleme aus der Perspektive eines Baums erlebst, aber es tut gut. Mal eine andere Zeitperspektive und eine andere Wahrnehmungsperspektive einzunehmen. Und jetzt ist es nicht ungewöhnlich, ein Baum zu sein, das würde ich dir nicht wirklich raten. Aber das andere, dass diese Blutsgemeinschaft und Wertegemeinschaft, da gibt es natürlich Möglichkeiten. Und ich gehe jetzt mal ganz keck davon aus, dass die Wahrscheinlichkeit, wenn du den Podcast hörst, groß ist, dass du irgendwas mit Deutsch zu tun hast, Deutsch, Deutschland. Und darum war die zweite Übung in dem Newsletter, die ich damals geschrieben habe, wenn du dich als Teil von etwas empfindest, was du Deutsch oder Deutschland nennst, ist die große Frage, wann ging das denn los? Und wenn du sagen würdest, na, im Grunde mit der Wiedervereinigung, sagen wir mal 1990, dann wäre es bis jetzt, bis 2024, wären es dann 34 Jahre. Ja, 34 Jahre hast du hinter dir. Mach mal nach vorne, weitere 34 Jahre, dann kommen wir auf 2058.
Wenn du aber sagst, nee, 1949, Nachkriegszeit, ist das Ganze entstanden, dann geht die Zukunft schon weiter. Du kannst aber genauso gut auch zurückgehen, 1871, Gründung des Deutschen Reichs, weil rein rechtlich ist die Bundesrepublik im Augenblick Rechtsnachfolgerin des damals gegründeten Deutschen Reichs. Also dann wäre das Land genauso alt wie dieser Baum. Dann kannst du sagen, wenn ich das Ganze verdoppel, du weißt ja die Geschichte von vorhin, wenn du 35 Jahre alt bist, das Gleiche nochmal machst, bist schon 70. Also, wenn du dich identifizierst mit dieser Art von Reich und sagst, ja, da habe ich jetzt 150 Jahre auf dem Buckel, dann sind wir schon im Jahre 2175. Und wenn du noch weiter zurückgehst, ins Jahre 900 und ein paar Zerdrückte, wo das Heilige Römische Reich Deutscher Nation gegründet worden ist, dann reden wir über 1000 Jahre. Und dann würde die Timeline nach vorne gehen bis ins Jahre 3000. Und es ist eine spannende Übung, diese Zeitrahmen innerlich mal wirklich zu erleben. Weißt du, wenn du dabei bist, wie Kinder groß werden, wie Kinder aufwachsen, ich habe es ja nun auch erlebt. Und ich habe es auch als, ich habe zweimal, ich habe es als Kind erlebt und ich habe es als Vater erlebt. Und man sich dann manchmal im Nachhinein überlegt, nehmen wir mal ein einfaches Beispiel, eine Schulaufgabe. Und aus der Perspektive eines Kindes ist so eine Schulaufgabe oft eine solche große Schrecklichkeit, dass man denkt, das Leben könnte an dieser Schulaufgabe zerbrechen. Also wenn ich diese Schulaufgabe nicht schaffe, dann bricht mein gesamtes Leben zusammen und alles ist ganz fürchterlich. Und du weißt als Erwachsener, dass so eine Schulaufgabe im Nachhinein komplett unbedeutend ist, dass noch nicht mal vermutlich die Erinnerung mehr daran ist, außer ganz, ganz, ganz krasse Ausnahmen, ist es so, dass 99% der Sachen, über die du dir in deinem Leben Sorgen machst, sind nach Wochen, Monaten und Jahren überhaupt nicht mehr der Rede wert. In Bezug auf eine menschliche Timeline. Wenn du jetzt mit deiner Timeline in so eine kollektive Timeline gehst und in eine kollektive Wahrnehmungsposition und das Ganze mal aus der Perspektive Deutschland 2000 Jahre nimmst, also 1000 Jahre waren schon, 1000 Jahre sind noch, und im geschichtlichen Verlauf, oder du gehst noch einen weiter und sagst christliches Abendland, oder du gehst noch einen weiter und gehst auf Menschheit, wo du sagst, die Menschheit gibt es vielleicht seit 100.000, 200.000 Jahren. Jetzt kommen Leute und sagen, ja, aber wir sind gerade so dicht daran, die Menschheit auszulöschen. Wie soll man da Vertrauen haben? Da würde ich als jemand, der Geschichtswissen ein bisschen drauf hat, sagen, weißt du, diese Idee, dass unsere Generation die Generation ist, die das Ende der Menschheit erlebt, diese Idee ist auch schon 3000 Jahre alt. Also diese apokalyptischen Ideen begleiten die Menschheit seit Jahrtausenden. Es wäre sehr erstaunlich, wenn wir gerade die Generation sind, die das wirklich erlebt. Denn alle bisherigen Apokalypsen sind einfach so vorbeigegangen. Ich stand mal irgendwann vor ein paar Jahren mit einer Teilnehmerin, die ungefähr mein Alter hat, standen wir vor der Jablonski-Straße vor der Türe und haben da in so einem angenehm entspannten Tonfall einfach mal aufgezählt, wie viele Weltuntergänge und Menschheitskatastrophen wir alle schon erlebt haben, die alle nicht eingetreten sind. Also mein persönlicher Favorit ist das Jahr 2000. Da wurde ja vor diesem Millennium-Bug gewarnt, dass also alle Computer kaputt gehen, wenn das Jahr 2000 ist, weil es dann vierstellig wird. Ich hatte damals sogar noch mal Briketts mir extra besorgt für den Fall eines kompletten Strom- und Heizungsausfalls. Und dann standen wir da um Mitternacht auf der Straße, wo die Silvesterraketen hochgingen und die Uhr rückte vor und klick, es war Mitternacht und nichts war passiert. Alle Lichter brannten, alle Menschen waren weiterhin fröhlich, die ganze Infrastruktur funktionierte weiter, es war einfach schlicht und ergreifend nichts. Und ich hatte mir vorher wirklich Sorgen gemacht, ich hatte mir wirklich Sorgen gemacht an dieser Stelle. Das heißt, je häufiger du solche Weltuntergänge erlebst und feststellst, es geht gut, umso mehr kannst du vertrauen, dass auch die aktuellen Weltuntergänge, die dir erzählt werden, wahrscheinlich dann doch nicht kommen. Also du merkst, Vertrauen kommt aus Wiederholung. Vertrauen kommt aus einer bewussten Auswertung der Vergangenheit. Vertrauen kommt daher, dass du deine eigene Biografie kennst und sie zeitlich begreifst und dass du auch die Biografie von größeren Einheiten, Familie, Blutsgenpool, Werte,
Gemeinschaft, Kultur, Gemeinschaft, Menschheit, alles Leben. Ich meine, das Leben auf dieser Erde ist Milliarden von Jahren alt. Da würde mich sehr wundern, wenn wir genau die sind, die das Ende des Lebens erleben. Und wir würden es dann ja auch nicht erleben. Also je größer dein Zeitrahmen ist, je flexibler dein Zeitrahmen ist und je flexibler du darin bist, bestimmte Perspektiven einzunehmen, denen du ja angehörst. Weil warum sollst du zwangsweise das Ganze betrachten aus der Perspektive ein Individuum, wenn du gleichzeitig auch ein Mensch bist und gleichzeitig auch ein Lebewesen bist? Das heißt, es sind ja auch Systemgrößen, denen du angehörst. Das nur so als kleiner Tipp. Ich gucke auf die Uhr und stelle fest, dass ich mich verquatscht habe und dass dieses Riesenthema Vertrauen in andere Menschen jetzt eigentlich kommen müsste. Und weißt du was? Ich entscheide mich jetzt spontan zu sagen, darüber wird es einen zweiten Podcast geben, weil ich jetzt so in dieses persönliche Vertrauen, Selbstvertrauen, Vertrauen ins Leben gegangen bin mit den Zeitrahmen und der Wahrnehmungsposition, dass ich einfach nochmal einen zweiten Podcast mache. Ich weiß nicht, ob der schon nächste Woche kommt, weil nächste Woche wäre eigentlich traditionell das nächste ABC dran. Ich will doch alle 5 Wochen das große ABC des NLP weitermachen. Aber es könnte sein, dass ich dann am 19. November einfach Vertrauen 2 mache. Wie findest du die Idee? Findest du die gut? Ich glaube, ich finde die gut. Dann lassen wir es für heute hier. Mit den beiden Tipps, achte drauf, wenn du Vertrauen entwickeln willst, welchen Zeitrahmen hast du, wie sind Anfangs- und Endpunkt, die sollten gut und sicher sein und welche Wahrnehmungsgröße wählst du. Wenn du an diesen Knöpfen rumspielst, wirst du merken, du kannst an deinem persönlichen Vertrauen sehr viel, sehr gute Sachen machen. Und dann in wahrscheinlich 14 Tagen lade ich dich ein zu einem Podcast, wo es darum geht, zwischenmenschliches Vertrauen, also wie kannst du machen, andere Menschen zu vertrauen, wie kannst du machen, dass andere Menschen dir vertrauen. Weil da kommen noch so viele andere Themen, da kommt dann auch die Sache mit dem Erfolg, mit dem, was basiert eigentlich auf Vertrauen, was ändert es, wenn man sich auf andere Menschen verlassen kann oder wenn man sich nicht auf die verlassen kann. Zusammenarbeit und ähnliche Sachen spielt da alles eine Rolle. Das ist so viel, dass es mir unangenehm wäre, das jetzt hier hinten noch ranzuklatschen. Und drum höre ich hier einfach auf. Wenn du Danke sagen willst für diesen Podcast, du weißt, ich freue mich immer über Kanalabos und Likes und ähnliche Sachen. Das ist die Währung im Internet, mehr wert als Geld und Gold, dass du da auf dieser Ebene etwas zurückgibst. Das freut mich sehr. Genauso freue ich mich über Kommentare und auch E-Mails. Da muss ich dazu sagen, ich lese das alles, ich baue das auch alles ein in die nächsten Podcasts. Aber ich kann nicht versprechen, aufgrund von Zeit und Menge, dass ich bei allem immer antworten werde. Aber du weißt, ich lese es gerne. Ich freue mich darüber und danke schon jetzt dafür. Dann war es das für diese Woche. Zum Thema Vertrauen. Nächste Woche kommt der 11. Teil des NLP-ABC und die Woche drauf kommt dann Vertrauen Teil 2. Dankeschön und bis zum nächsten Mal. Tschüss.